Hallo, du, wir sind wieder zurück in Vollgas. Ja, yeah. Remastered, also ein ganz altes Spiel aus den 90er Jahren. Und ich bin froh, dass wir das jetzt nochmal zocken können. Ich bin immer froh, wenn ich irgendwo was zocken kann. Und wir sollen ihr helfen, den Code zu finden. Also, ja, sind schon ein. Oh. Ui, das sind einige Codes, ja. Ich würde sagen, dann schreibe ich mir die mal auf oder beziehungsweise früher hat man sich die aufgeschrieben, heute nimmt man ja einfach ein Handy und macht ein Bild davon. Das mache ich ja immer gern wieder, wenn was ist, weil es ja auch viel schneller geht. Und das war schon. Schon ist es im Kasten. Ich guck mal, dass ich keine Klappe hier vergessen habe, aber nein, ich behaupte mal, dass es nicht so ist. Gut, dann können wir mit der Information mal Hier, wieder nimm die zurückfahren. Fotos. Ich will sie nicht. Zeig sie jemand Wichtigen, wenn du Gelegenheit dazu hast. Ich hoffe, dass uns die Codes weiterhelfen, aber ich bin da sehr zuverlässig. Zuversichtlich. Zuverlässig. So, wir sollen ja hier gegentreten. Ich will nicht auch noch das Elektrizitätswerk am Hals haben. Gucken wir mal. Was ist, wenn wir hier gegenhauen? Das geht nicht. Die ist versiegelt. Die ist versiegelt. Irgendwo sollen wir hier gegentreten. Und das in einem richtigen Moment. Könnte der Kleine sein. Oder war ein Geräusch, oder? Nein, Luca. Die ist versiegelt. Würde mich nicht wundern, wenn es der ist oder so. Oder der daneben. Ist was zu hören. Yes. Man muss zeitgleich das machen. Ui, wir sind drin. So schnell ging das. Krass. Wir sind in der Chefabteilung. Ziemlich einfach, keine Schubladen. Möbel schleppen? Nein. Abgeschlossen. Na, sowas aber auch. Sieht aus, als hätte die Versammlung begonnen. War nicht nur ein inspirierender Arbeitgeber, sondern auch ein großartiger Freund. Sein Verlust trifft uns alle schwer. Malcolm und ich sprachen oft über die Zukunft. Wir sprachen über den Tag, an dem Corley Motors jenseits seiner bescheidenen Anfänge den Schritt in ein neues Zeitalter der Fahrzeugtechnik machen würde. Und obwohl ihn sein tragischer Tod schneller von uns nahm, als irgendjemand erwarten konnte, Malcolm Corleys Traum bleibt lebendig. Und in seinem Gedenken werde ich diesen Traum weiterführen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen die Zukunft Corley Motors zu präsentieren. Den Corley Kleinbus. Oh mein Gott, das ist ja ein Skandal. Corley hatte recht. Allerdings hatte ich niemals davon geträumt, es würde tatsächlich zu Kleinbussen kommen. Hey, wer sind Sie? Wie lange bist du schon hier? Oh, Sicherheitsdienst! Hilfe! Sicherheitsdienst! Da müssen wir schon wieder weglaufen. So lange gebraucht. Der ist da, den Gang runter. Beweg dich! Mavis sieht schon Gespenster. Puh, Glück gehabt. Verschlossen. Wie kommen wir denn da rein? Wir brauchen hier eine Karte. Wir haben aber keine, oder?
Die verdienen mehr Beachtung. Mann, dieser Ripburger kann schwafeln. Wie kommt der auf den ganzen Müll? Ach, schlimm mit der. Sicherheitsdienst. Es war derselbe Kerl, der Große. Wie kann ich die ablenken? Mal fängst du ihn bitte, ja? So langsam wird das langweilig. Na gut, wir gucken uns mal hier um. Nein. Da ist ein Bodensafe. Ah, da geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahlen sind das. Also ein Code mit 6 Zahlen. Wir haben ja hier ein Foto gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist. Ne, das ist eine Zahl mit B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ja. Das könnte es sein. Kann ich direkt so machen? Ne, also 1. 5 4 4 Das ist bestimmt 9 2 Ja, das war's. Da ist eine Art Karte drin. Und ein Tonband. Ich hoffe, das ist Corleys Testament. Ist da noch der was? Der ist leer. Na gut. Gut, dann benutzen wir mal die Karte. Vielleicht kommen wir dann hier rein. Cool. Dann wollen wir mal ein bisschen an den Hebel spielen, wa? Diese aufregende Periode der Veränderung und des Wachstums. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist eigentlich da oben los? Ich bin dabei. Muss nur die Birne und den Motor neu justieren. Hier. Ja. Zurück zur Präsentation. Nee, ich muss das kaputt machen. Ich hasse dieses alte Zeug. Dagegen braucht mein Hüfthalter ja weniger Justierung. Das will ich gar nicht so genau wissen. Ist die wieder da drin? Ja, schnell wieder weg. Ich muss die da rauskriegen. Was haben wir denn noch hier? Das Steuer noch einmal herumreißen. Das ist nicht zu tolerieren. Ich bin dabei. Der Motor ist ausgegangen, das ist alles. Nur eine Minute. Ich muss das irgendwie heller stellen oder so. Ich muss das über... damit das durchbrennt. Muss er nochmal rein. Ja, sie sind unsere Zukunft. Genau. Was sie hier direkt vor sich. Das müsste doch gehen. Ja, da geht was kaputt. Oh, perfekt. Das ist eine Katastrophe. Was sie nicht sagen. Ja, allerdings war. Wir haben hier einen größeren Maschinenausfall. Warum erzählen sie nicht einen Witz oder sowas? Ich kenne keine Witze. Wissen Sie, das erinnert mich an eine amüsante Anekdote über ein Käfer. Wie wär's mit einem Käfer? Also ich habe keine Ideen mehr. Jetzt gehen wir hier rein. Und spannen den Film da rein, beziehungsweise das Tonband. Dieses nächste Dia zeigt unsere neue, aggressivere Unternehmensstrategie.
habe ich wohl schon den Löffel abgegeben. Naja, aber das Leben geht weiter und man muss Platz machen für neue Leute. Und genau darüber will ich hier sprechen. Ich habe für jemanden Platz gemacht, der meine Stelle bei Corley Motors einnehmen soll. Und es ist nicht dieser treulose Verbrecher, Adrian Mitbürger. Rip, Sie gehören nicht in den Vorstand meiner Firma, sondern ins Gefängnis. Ich habe mir von diesem Mann viel zu viel einreden lassen. Zum Beispiel meine Tochter zu verheimlichen. Er hatte Unrecht. Ich hatte Unrecht. Ich hätte zu ihr stehen müssen. Maureen, ich hoffe, dass du mir vergibst und Corley Motors übernimmst. Leite die Firma, wie du es für richtig hältst. In Ordnung, das reicht jetzt. Wie stellt man dieses verdammte Teil ab? Ich bedauere, dass Sie dieses Band hören mussten. Mit einer von Malcolms letzten Therapiesitzungen. Zum Ende hin litt er immer stärker an Halluzinationen. Er wurde von schlimmen Wahnvorstellungen heimgesucht. Und hier ist ein... Meine Damen und Herren, ich bin Maureen Corley. Ich habe eine interessante Geschichte für Sie. Und wenn ich damit fertig bin, werden Sie sehen, wieso... dieser Mann hier ins Gefängnis gehört. Hey! Wo ist der Hund? Oh. Da läuft er. Und dann hat er mir seine Kumpanen auf den Hals gehetzt. Hau nur ab, Rip Burger. Wenn es an der Zeit ist, dich zu suchen, müssen wir nur der Schleimspur folgen. Natürlich richten wir auch Kindertagesstätten ein. Sonst noch Fragen? Oh, wenn man kommt, läuft. Komm hier rüber. Ist das nicht toll, Ben? Endlich stehen wir da, wo wir die ganze Zeit schon hin sollten. So, wir besorgen uns jetzt ein Bike und danach holen wir meine Gang aus dem Gefängnis. Und dann sollten wir klären, warum meine Gang nicht aufgetaucht ist, um uns zu helfen. Und dann kaufst du dir ein paar Büroklamotten. Erinnere mich nicht daran. Beschwer dich nicht. Du wirst steinreich sein. Und wenn ich das bin, werde ich mich zurückziehen und ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Oha, der Kerl gibt wohl nie auf. Da denkt man, er hat sich verkrümelt. Und in Wirklichkeit. Sie hat meine Rede unterbrochen, Ben. Das hätte sie wirklich nicht tun sollen. Ich wollte gerade von den inhärenten Schwierigkeiten des Motorradgeschäfts. Boah, was kommt da denn? Kriegst du das verdammte Ding hier schneller? Was machen wir denn da? Klappe aufmachen? Muss was anderes machen. Haben wir irgendwas noch dabei? Genau, was ist, wenn wir... Klappe nochmal aufmachen. Das geht nicht. Ja, hat nicht geklappt. Hat zu lange gedauert. Versuchen. Ich
weiß ja nicht was, das ist ja blöde, weiß man gar nicht, was man hier machen soll. Es fällt, wenn ich es anfasse. Ich komme nicht dran. Er kommt nicht ran. Ich kann nicht. Der Ventilator, es fällt, wenn ich es anfasse. Ich brauche irgendwas, warte mal. Genau, er hat ja da. Er macht ja den Deckel zu. Ich hielt mir die Kette für meine Freundin. Man müsste den Stock greifen, wenn er raus. Mein Stock. Genau. Du brauchst mehr als nur einen Stock, wenn ich erstmal mit dir fertig bin, Red Burger. Das ist natürlich sehr kurz im Gewissen, aber es hat geklappt. Irgendwas müssen wir noch hier abreißen können. Ja, wir schaffen es schon wieder nicht. Na gut, da haben wir irgendwas richtig gemacht. Bisschen Zeit gewonnen. Ich guck mal, ob ich gleich mal speichern kann. Boah, bin fertig, ja. Es geht dem Ende zu, man merkt's. Nee, ich kann nicht speichern. Hast du mir gesagt, dieses Teil kann sich nicht bewegen? Ich hab gesagt, es kann nicht fliegen. Ich hab nie gesagt, es kann nicht fliegen. Naja, aber fliegen wäre nicht schlecht, weil wir auf die Schlucht zurasen. Rip Burger, du wirst uns alle umbringen. Ben, ruiniere doch nicht das Ende. Wie hält man das Teil an? Im Cockpit. Speichern. Ja, wir können speichern, dann machen wir das. Das finde ich, wer weiß, wie viel nochmal machen müssen. Och nee, nicht sowas, oder? Na gut. So viel zum Thema Instrumente. Die hätte ich gebrauchen können. Dann gucken wir mal. Klappen, Ruder, beschleunigen. Beschädigt. Nochmal. Takeoff. Nach Takeoff. Flugrichtung Systemkontrolle. Fahrgestell. Ausfahren. Gut, einfahren. Einfahren heißt ja, Moment. Takeoff. Fahrgestell. Überprüfen. Einfahren. Hier geht gar nichts. Das geht nicht? Gefällt ihn nicht ein? Doch, es geht. Dadurch bremsen wir ab. Wir verlieren Geschwindigkeit. Oh, hoffentlich klappt das. Eieieiei, das sieht gefährlich aus. Das sieht sehr, sehr ungesund aus. Ben, bist du am Leben? Ich schon, aber was ist mit Red Burger? Ich kann ihn sehen. Er rührt sich nicht. Kletter schnell zurück. Ja, ja. Ich speichere nochmal. So, zurückklettern, komm. Wir lassen ihn einfach hängen. Vorsicht, Ben!
Oh, der wird schießen bestimmt. Pass mal auf. Ja, dachte ich mir schon. Ich werde dich und deine Freunde mit mir nehmen, Ben. Alles, was du nimmst, ist die falsche Medizin, Rip. Geht das Ding noch? Hopp in die Wartung. Motor, Verteidigungsmenü. Kontrolle, Wartung. Information, Kontrolle. Einstellen, schießen. System aus. Genau. Der hat genau das Falsche festgehalten. Es gibt kein Zurück mehr. Das beantwortet die Frage. Jo. Jetzt verlassen wir mal ganz schnell das Fahrzeug. Beziehungsweise beide Fahrzeuge. Das Bike ist nämlich schneller als wir. Das ist nämlich viel schneller als wir. Und tschüss. Hoffe ich. Gib alles. Ja, du schaffst es. Ben schafft es. Er ist raus. Sehr gut. Das Leben war ein Spiel. Und er spielte es mit seinen eigenen Regeln. Er war ein Rätsel für die meisten von uns. Und doch war er Inspiration für uns alle. Er gab uns Freiheit. Er gab uns Stärke. Er gab uns Flügel, er gab uns Räder. Ich danke Malcolm Corley, dass er uns einen Traum gab, der niemals sterben wird. Also dann. Also dann? Vielleicht können wir demnächst mal zusammen essen gehen. Ja, klar. Essen gehen klingt gut. Ben, es wird sich doch überhaupt nichts ändern, oder? Ich meine, nur weil ich jetzt die Firma leite und in einer Villa wohne und in Limousinen rumfahre. Ich meine, das alles bedeutet doch nicht, dass wir keine Zeit mehr zusammen verbringen können, oder? Mo, hör mal. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Du solltest dich nicht mehr mit solchen Typen wie mir abgeben. Aber Ben... Nur eine Sekunde. Ja, hallo? Was hat er? Nein, 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 das ist verrückt. Ist er durchgedreht? Verschieben Sie die Konferenz auf 5 und sagen Sie dem Vorarbeiter, dass ich gleich selber rüberkomme, um die Teile zu kontrollieren. Ich weiß, das habe ich ihm ja gesagt. Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Nein, 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 Sie hätten mit dieser Legierung anfangen müssen. Ja, ja. Aha, ja, gut, großartig. Memory of Roy Conrad, ja. Da ist schon einer verstorben. Davon. Ja, ist auch lange her, wo das Spiel rauskam. Ich weiß gar nicht mehr. Das steht zum Schluss ja auch dran, 97 oder sowas. Ja, was ich sagen wollte, was wir gerade gesehen haben, ne, das ist wirklich so bei Geschäftsleuten, ne? Also, man hat ja immer nur ein Leben und die sitzen den ganzen Tag in ihrem Büro, diese Geschäftsbosse da, und ja, das ist ihr Leben eigentlich, ne? Die telefonieren, die organisieren, die tun und machen. Ich meine, das macht ja auch Spaß, aber irgendwann sitzt die Alte und sagen sich, was habe ich überhaupt von meinem ganzen Geld, ne? Ich habe ja gar nicht richtig gelebt. Das wird wohl so sein, ne? Bei den meisten ist das so.
Die haben Geld wie sonst was, aber ja, inwieweit können die das genießen? Die rackern sich da zu Tode, wird gesagt. Tja, und Ben, der lebt sein Leben. 95, jetzt seht ihr das gerade. 1995, so lange ist das schon her. Mann, das hat mir damals so Spaß gemacht. Das ist einer meiner Lieblingsspiele. Ist halt so. Ist wirklich so wahr. Das ist einer der Gründe, warum ich mir jemals überhaupt einen Computer gekauft habe. Warum ich damit angefangen habe. Weil davor habe ich ja nur Konsolen gespielt. Aber für dieses Spiel habe ich mir Computer geholt. Ja, so ist es. So viele Jahre sind vergangen. Wahnsinn. Und was ist alles passiert in der Zwischenzeit? Was spielen wir alles heute? Boah, unglaublich. Echt krass. Ja, und vor allem überlegt mal, wie schnell dieses Spiel durch war. Und wie die Spiele heute, wie lange man braucht, um heutige Spiele durchzuspielen, ne? Um einiges mehr. Dauert einiges länger. Die kann man nicht mal an einem Nachmittag durchspielen, die heutigen Spiele. Da braucht man schon ein bisschen mehr. Tja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Also mir hat es auch echt Spaß gemacht, nochmal. Das war ja auch eine Zeitreise für mich, das nochmal zu erleben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn nicht ein Dislike. Schreibt doch mal was in die Kommentare, was euch daran gefallen hat an diesem Game. Oder was euch nicht daran gefallen hat. Oder was euch dabei bewegt. Schreibt es ruhig mal rein. Und wenn ihr noch nicht habt, lasst doch mal ein Abo da. Darüber würde ich mich mega freuen. Ja, und bis zu meinen anderen Videos. Tschö, mit Ö. Ja, ich glaube, ich mache aus. Guckt ja eh keine mehr. Deswegen beende ich das hier und ja. Tschö.